Willkommen, liebe Kastenwagenfreunde, liebe Wohnmobilfreunde bei Van Berlin. Ich bin heute im Pössl Center Berlin, genau gesagt in Hönow. Und hier sind die neuen Pössl Modelle eingetroffen. Und wir schauen uns heute gemeinsam den Trenta 540R an. Der Henry steht mir gleich wieder zur Verfügung und wird mit mir gemeinsam eine Roomtour durchführen. Nach dem Intro geht's los. Bevor wir innen mit der Roomtour starten, schauen wir uns das Fahrzeug zunächst von außen an. Das Fahrzeug ist 5,40 Meter lang. Dieses Fahrzeug hier als Musterfahrzeug auf Citroën, kann aber auch auf Fiat dann bestellt werden. So, zeige ich euch das Fahrzeug noch einmal von hinten. Und dann schauen wir mal, ob mein Gesprächsgast von heute verfügbar ist. Da ist er schon. Hallo lieber André, hallo liebe Kastenwagenfreunde. Henry, ich grüße dich. Willkommen, ja? In Hönow. So sieht er aus, der Trenta 540R. Das R darf man nicht vergessen. Genau, das R bedeutet der Raumbad, das haben wir hier. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an, einmal den Einblick in die Dinette. Wir haben ja klassisch beim Trenta die Kopffreiheit. Wir haben das spezielle Innendesign mit der speziellen Ambientebeleuchtung, was separat von vorne und hinten zu schalten ist. Das heißt, wir haben immer den Baldachin auf der linken Seite in der Dinette, wo wir einmal das Stoffmuster mit haben, wieder gefunden auch am Himmel oben, sodass es ein Gesamtbild ergibt am Heki. Wir haben ja hier oben kein Ablagefach wie klassisch bei allen Kastenwegen, sondern haben kleine Ablagefächer, die noch beleuchtet sind und haben dadurch halt natürlich wesentlich mehr Kopffreiheit. Ja, das muss ich bestätigen. Also hier muss man nicht den Kopf einziehen, wenn man hier vorne stehen will. Also ich stehe jetzt ganz normal. Die Kamera ist circa in meiner Kopfhöhe. Also von daher, hier habt ihr ausreichend Platz. Und zusätzlich wurden auch kleine Staufächer hier oben geschaffen. Links und rechts kann man also verschiedene Dinge noch verstauen an Kleinigkeiten, die man hier vorne hat. Viel Licht, viel Tageslicht durch das Heki. Aktuell durch Schnee bedeckt, aber es gibt ja wieder bessere Zeiten und da gibt es auch keinen Schnee mehr. Genau, in der Küchenzeile haben wir klassisch 2 Flammen Gasherd mit einer Piezozündung. Haben ein schönes großes Waschbecken. Ja. Wir haben verschiedene Schubkästen, um unsere Töpfe, Geschirr etc. alles mit unterzubringen, haben eine sehr, sehr schöne ambiente Beleuchtung, eine indirekte Beleuchtung auch in der Küchenzeile von innen und auch von der anderen Seite von außen verbaut. Ja, von außen zeige ich dir direkt nochmal. Tänzel mehr oder weniger um den Kühlschrank hier herum, den stellst du uns sicherlich auch gleich noch vor. Der klassische Dometik mit herausnehmbaren Gefrierfach. Was hat er an Stauraum? Wir haben hier an die 98 Liter müssen wir haben. 98, ja, okay. Wir haben beidseitig öffnende Tür, sodass man von draußen und von drinnen natürlich rankommt. Im Sommer ganz schön, wenn man draußen sitzt, ein kaltes, ja, Bier oder einen Wein haben möchte. Einfach rangehen, rausnehmen oder die kalte Limo. Unten sogar mit einem extra Obst- und Gemüsefach. Genau. Das ist ein Kompressorkühlschrank, das Bedienfeld beim Trenta befindet sich hier in der Küche. Das heißt, hier haben wir dann die Möglichkeit, unsere verschiedenen Modis einzustellen, vom Performance über den Boost und über die Nachtabsenkung. Haben dann hier auch gleich einmal unsere 230 Volt Steckdose und natürlich das Badlicht einmal separat zu schalten, damit wir oben die Spots haben, damit, wenn wir im Bad sind, auch eine angenehme Beleuchtung haben. Und dann kommen wir auch schon zum Bad. Wir haben einmal das Raumbad im 540er ist natürlich sehr, sehr schön, dass eine separate Dusche im Flur mitgegeben ist. Das heißt, wir ziehen hier einmal die Front hinzu, können dann ganz entspannt duschen und haben nochmal einen gewissen, ich sag mal jetzt nach hinten zum Schlafbereich, eine gewisse Abtrennung. Natürlich bei einer freien Sichtachse nicht so gegeben, als wenn hier der Kühlschrank sitzen würde. Aber wir haben nochmal eine gewisse Abtrennung, haben ein klassisches Pösselbad, das heißt mit einem Seitenspiegel, ein abklappbares Handwaschbecken, Toilette ganz normal zu drehen, wie bei allen Pösselmodellen oder im Kastenwagen üblich, haben ein Seitenfenster, um draußen zu duschen,
um sich mal im Sommer draußen zu erfrischen. Natürlich ganz einfach herauszunehmen. Haben hier oben noch Ablagefächer, sodass ich meine Utensilien vom Duschen fürs WC auch unterbringen kann. Wir sollten vielleicht noch einen Satz zu den zur Lamellentür sagen. Die sieht vielleicht für den Fachmann jetzt noch ein bisschen merkwürdig aus. Das Ganze ist hier ein Musterfahrzeug. Das Musterfahrzeug wurde vor wenigen Tagen angeliefert und das wird jetzt sukzessive noch sozusagen vorbereitet und alle möglichen Blenden und Transportsicherungen und so weiter entfernt. Man sieht es am Kühlschrank, man sieht es hier an den Seiten drin, dass da noch die Schutzfolien mit drauf sind. Ja. Wir haben hier hinten das dritte Bett liegen. Das heißt, in der Dinette ist es bei dem Modell ebenso möglich, ein drittes Bett zu bauen, was kein Notbett ist, sondern ein vollwertiges Bett. Wenn man es nicht benötigt, lässt man das Brett und die Matratze einfach zu Hause. Wir sehen jetzt hier im Heckbereich schon mal den Querschrank, ebenfalls mit der rundumlaufenden Ambientebeleuchtung. Sehr, sehr schick, muss ich mal sagen. Also gefällt mir. Schöne indirekte Beleuchtung. Man hat also nicht einen Riesenstrahler hier in der Mitte, sondern man hat sehr schön indirekte Beleuchtung. Eine Schiene, um sich die LED individuell sozusagen zu platzieren. Davon gehe ich zumindest aus. Genau. Kann sich genauso im Zubehör handeln, USB-Stecker holen etc. oder mit dem Licht erweitern, separate Lampen zu kaufen und ebenfalls mit einzuhängen. Wie ich gesehen habe, hast du auch dein Maßband dabei, Henry. Was für eine Größe haben wir hinten beim Bett? Wir haben eine Bettgröße oder eine Bettbreite von 1,30 Meter verjüngt auf 1,20 Meter. Sprich rechts 1,20 Meter an der Stelle und auf der linken Seite dann 1,30 Meter. Und das Ganze bei einer Länge von? 1,94. Um leichter ins Bett zu kommen, gibt es hier die Trittstufe. Und direkt neben der Trittstufe sehen wir interessante Absperrhähne. Also sprich, hier kommen wir schon dann zum Thema Technik. Ja. Genau, da haben wir die Absperrhähne für die Küchenzeile, für die Heizung, was man hier im Fahrzeug nochmal wie bei allen Modellen auch separat schließen kann. Aber man sollte trotzdem immer oder man muss immer die Gasflaschen auch geschlossen halten im Fall einer Kontrolle. Es sei denn, man hat einen Gasdruckkontroll verbaut. Ja. Da gibt es auch interessante Videos auf meinem Kanal, wie man sowas verbauen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein Stück nach hinten und schauen mal oder werfen mal einen Blick in die Garage. Na klar. Ein Blick in die Garage. Du hast das schon alles aufgemacht. Wir haben Platz für 2x11 Kilo Gas. Genauso gut Platz für das eben angesprochene Gasdruckkontroll, was immer Sinn macht. Ja. Murphys Gesetz, Gasflaschen gehen immer nachts leer, warum auch immer. Habe ich schon meine eigenen Erfahrungen mit gehabt. Habe mir dann auch einen Gasdruckkontroll nachgebaut, um dem einfach vorzubeugen. Ja. Wir haben ein herausnehmbares getrenntes Schott, um auch mal längere Sachen durchzuladen. Oberhalb die Trittstufe, unterhalb normales Brett. Haben halt, was ich ganz schön finde in den letzten Jahren, jetzt halt der Fußboden auch in so einer leichten Betonoptik. Das heißt, man sieht den Dreck auch nicht so. Und es ist halt leichter zu reinigen. Ja, ein bisschen Werkzeug. Genau, das ist das normale Bordwerkzeug, Wagenheber, Abschleppöse etc. Ein paar technische Daten noch. Frischwassertank, wie groß? Haben wir klassisch die 100 Liter. Ja. Und Abwasser Brauwasser. Halt genau dasselbe, 10 Liter weniger. Da 10 Liter ja in die Toilettenkassette gehen. Okay, also 90 Liter dann. Ja, wie gesagt, wundert euch nicht, dass das alles noch verpackt ist. Gut, frisch ausgeliefert, das Ganze. Die Matratzen lassen wir eh immer aus hygienischer Sicht. Ja. Falls sich auch mal jemand hinlegen möchte, mal ausprobieren möchte, lassen wir immer mit drauf, genauso wie beim dritten Bett. Das packen wir nie aus. Aber diese Sachen wie Lamellentür, Schrankwunden etc., die folieren wir ab. Als letztes, weil ich sie nur von hinten sehe, können wir noch einen Blick auf den Verschluss werfen. Ja, also auch interessant gelöst. Ist ganz praktisch, haben wir bei uns auch. Meine Frau hat da ihre Handtücher mit dran hängen, gerade im Küchenbereich. Ihr Küchenhandtuch, weil durch diesen Haken oben kann man sehr schön auch die Handtücher einhaken. Okay. Henry, gibt es sonst irgendwas Spezielles, Neues, Gravierendes, was jetzt hier anders ist als bei den anderen? Es ist halt ein wirklich schönes Modell auf der Kurze oder auf die Kürze der Länge von 5,40 Meter. Wirklich alles dabei, praktisch untergebracht. Raumbad. Ja. Wichtig ist halt das Außenfenster, finde ich, um halt auch mal im Sommer draußen zu duschen. Oder Hund oder Fahrrad, Equipment etc. abzubauen ja. oder abzutuschen, besser gesagt.
Von daher. Und ich finde auch die Bettgröße völlig in Ordnung. Für zwei Personen reicht das völlig aus. Und auch auf die Breite von 1,30, was ja im Oberkörperbereich ist und dann verjüngt wird auf 1,20 im unteren Bereich, ist es völlig in Ordnung. Man darf nicht vergessen, 5,40 Meter lang. Ne? Genau, genau. So, den gibt es auch als 6,40 Meter Variante? Den gibt es auch als 6 Meter und als 6,40 Meter. Den 6,40er haben wir schon da. Okay, den schauen wir uns dann auch gleich noch an. Den schauen wir uns auch gleich an. Den verlinken wir euch entsprechend, also könnt ihr euch anschauen. Wo fängt das Fahrzeug preislich an in etwa? Da würde ich sagen, gehen wir nachher mal durch. Da wir die drei Modelle haben, können wir gerne beim letzten Video nochmal angeben, was die Preise von den einzelnen Modellen sind, wo es denn losgeht. Okay. Von der Motorisierung her angefangen. Okay, und was es da für Möglichkeiten gibt, das machen wir dann gleich im folgenden Video. Alles klar, Henry, dann danke für den Moment. Jetzt versuche ich die Kamera nochmal noch rumzudrehen, damit ich auch noch mit drauf bin. Und also es geht gleich weiter mit dem 640er. Mit dem 6 Meter und dann danach 6, alles klar. 640er. Dann erst den 6 Meter Trenter und dann den 640er. Dann bis gleich. Bis gleich. Ich freu mich.